Metz Grey Mainen gibt es seit 1890. Es ist ein traditionelles Familienunternehmen, seit jeher. Mit dem Mikrogenossenschaftsbund arbeitet die Firma Mainen schon seit 1926, seit der ersten Stunde Beginn Migro zusammen. Die Gotthelf-Produkte, das sind drei Artikel: Schweinshalssteig, Schweinskotelett und Schweinsierstück. Das Besondere an diesem Produkt ist es, dass es eben traditionell gereift wird. Im Knochen, offen, in einem hängenden Lagerraum, der gekühlt ist, der besondere Barometer hat mit der Luftfeuchtigkeit, mit der Temperatur, dass man nicht feuchte Luft hat da drinnen. Die Garets sind im eigenen Speckmantel, das heisst, der Rückenspeck bleibt noch drauf. Das wird erst nach der Reifezeit von 2 Wochen nachher abgelöst. Das entwickelt einen speziellen Geschmack. Wir sagen dem Nussgeschmack, der einzigartig ist und wird gleichzeitig auch noch zart. Von 10 geschlachteten Säuen, die von den bestimmten regionalen Betrieben kommen, tun wir vielleicht 1-2 Säue die besten auswählen für das Fleisch, für die Reifung. Es ist für uns ganz wichtig, dass das Produzenten sind, die den Umgang mit dem Tier kennen, die die Fütterung richtig machen, die saubere Ställe haben und schlussendlich auch Transport und alles zusammen, bevor das so ein Tier in den Schlachthof kommt, mit viel Respekt behandelt wird. Das Feedback der Kunden ist wirklich durchgehend sehr positiv. Sie begrüßen es, dass es jetzt wieder mal so ein Fleisch gibt, was sie aus der Vergangenheit kennen, eben mit dem Knochengreiften. Und sie begrüßen das sehr, dass man das findet im Verkaufsregal.